Fragen Sie mich bitte nicht, woher ich das weiß. Ja, der Indie-Ritze rein, ja. Ja. Das ist das Erotischste, was Sie heute Abend zu sehen kriegen werden. Marco? Marco, der die Ritze bearbeitet. Marco, mach mal einfach eine saubere Linie zusammen. Leonie Mottkappe sneeft es dann weg. Kann er mal eine Kreditkarte oder sowas? Ja, super. Schön. Lecker. Das ist auch noch das teure 11.005er-Mehl. Das ist halt so ein grauen Schimmer irgendwie. Ja, das Bio-Mehl. Ne? Keine Kosten. Ist ja jetzt auch noch, man soll ja Bio-Koks nehmen. Ne? Bio-Koks? Ja, Vollkorn-Koks. Ja, guck mal. Ja, sehr schön. Ja, Frau Husten, vielen Dank. Das macht die Stimme kaputt. So, ein toller Abend. Ich stehe so lange rum und sehe gut aus. Sagen Sie jetzt nicht, wann. Lass das ruhig da, für den nächsten Künstler ist das in Ordnung. Okay. Das ist rutscht, ja, das ist wie Talkum, das ist wie Gleitgel. Das ist so. Meine Damen und Herren, Sie sagen übrigens gerade unser Stagehand Marco, wir nennen ihn auch das schlecht gelaunte Nuschelorakel. Nein, Talkum ist wirklich wie Gleitgel. Also Leute, für alle Gummifetischisten im Publikum, man kann statt Spucke oder Gleitgel auch Talkum nehmen, um das Zeug anzusehen. Frau Motzkache, ja? Sie wurden über die Möglichkeit der Niveauhupe aufgeklärt. Das war die erste. Ja, genau, wo wir gerade dabei sind, irgendwie das Niveau irgendwie unter den Gefrierpunkt sinken zu lassen. Irgendwie das passt doch jetzt. Da haben wir die perfekte. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sehe ich dich? Mit einem Kleid. Da muss erst Bettina kommen, damit du von mir auf die Knie. Das ist doch Amelie Mills kurz Abendkleid. Sag mal, was hat denn der für Vision Impossible? Was ist denn das? Da kann man bitte mal den Verfolger auf den Hintern von Marco verlaufen. Das ist ein kleines Luftballon. Das sind Luftballons. Ja, eine Karnevalsunterhose, ich bin begeistert. Die Karnevalsunterhose, ja. Genau. Mit Pappnasen, das finde ich auch so. Sehr schön. Das heißt Karneval an! Ja. Das ist aber auch eine Hupe wert, oder? Das ist auch eine Hupe wert. Oder so. Ja. Ja, wenn beim Vorhaut zurück sind die Maden Licht ausrufen. Sag mal, spielen wir heute Abend Niveau-Limbo, oder was? Ja, dass Marc auf die Knie kommt, dafür ist ja schon gewesen. So, sag mal, soll ich hier einen roten Knopf für den Niveau bauen? Ja, nee, Entschuldigung, aber diese Unterhose macht mich ganz wuschig. Wenn ihr so weitermacht, stelle ich die Niveau-Hupe auf Repeat. Genau, wo wir gerade dabei sind, das Niveau mal wieder absolut gegen den Gefrierpunkt sinken zu lassen. Der nächste Künstler ist eine absolute Koryphäe in Niveaulosigkeit, talentfreier Zone und Darbietung, die man schon immer nie sehen wollte. Und zwar, Amelie Mails-Kurs ist ja heute nicht da. Die Meinungen sind durchaus geteilt. Ja, und sie hat aber einen unwürdigen Ersatz, also sie hat jemanden geschickt. Und ihren unehelichen Bruder, weil Amelie Mails-Kurz ist ja Tippse in sechster Generation und sie hat einen unehelichen Bruder und der bringt uns jetzt haben Sie den Namen schon genannt? Ist ja. Amelius vom Tipp. Amelie? Ja. Amelie Mails-Kurz ist eine Geborene von Tipp. Genau, eine Geborene von Tipp, genau. Deshalb gut, dass Sie es sagen, genau. Ja, Amelie Mails-Kurz, Sekretärin aus Leidenschaft. Kennen Sie Leidenschaft? Ein kleiner Ort bei Leverkusen. Auf jeden Fall hat sie ihren Bruder geschickt, irgendwie, der ist genauso schlimm. Und den dürfen Sie jetzt erdulden mit Zucker in Kaffee, Baron von Copy und Paste!